sondern es soll immer noch sehr ansehnlich aussehen. Ich wollte ja auch noch ein paar Laternen hinstellen, allerdings nicht diese ganz normalen Laternen, sondern diese Laternen des Zimmermanns. Quatsch, Laternen des Zimmermanns nicht, sondern, wie heißt es? Diese Eisenlaternen, die man halt aus Eisen und Glowstones herstellt, die wollte ich hier gerne auch noch platzieren. So, wie sieht das denn hier aus? Jetzt müssen wir einmal über die Gartenzoll rüber. Also, man kann sich auch gar nicht vorstellen, wie viel Holz man für diese ganzen Zäune des Zimmermanns... Eben kurz begrüßen. Zack. Wie viel Holz man für diese Zimmermannszäune verwendet. Das ist echt unglaublich, was man dafür verwendet. Aber zum Glück, wir sind ja hier von Schwarzeichen umgeben. Ich habe auch nichts aufgeforstet. Ich habe auch immer sehr peinlichst genau beim Abbau der Bäume darauf geachtet, dass sich diese Bäume nicht wieder aussäen, weil ich einfach diesen Wald so ein bisschen verkleinern möchte. Zwischendurch habe ich mir mal die Freiheit genommen und... Oh, jetzt wird das jetzt der Regel hier mit den Blöcken, oder was? Concentration, Fabi. Concentration. So. Also, ich habe mir zwischendurch mal die Freiheit genommen und habe mich in den Kreativmodus so versetzt. Versetzt, nur um zu fliegen. Um mir einfach mal einen Überblick zu schaffen, wer eigentlich wo gebaut hat. Ich bin so ein bisschen, ich habe auch nicht alles gesehen. Ich bin nur zum Haus von Ellaren einmal kurz geflogen und weiß halt auch, wo Blockmoli und Hanabi bauen. Nabi wird wahrscheinlich in der Nähe bauen. Das sind ja Mutter und Tochter. Die bauen immer gerne zusammen. Die machen immer gerne zusammen irgendwelche Projekte. Und die werden wir auf jeden Fall auch noch besuchen. Ich weiß auch nicht, ob wir uns das erstmal vorab aus der Luft gemeinsam angucken oder eben nicht. So, der Zaun ist jetzt auf jeden Fall schon mal fertig. Und was als nächstes folgt... Boah, ich finde den richtig nice, diesen Zaun. Der sieht so richtig edel aus. Wenn wir jetzt noch so richtig edle weiße Laternen zum Beispiel hier anbringen könnten, irgendwo hinsetzen könnten. Aber wir müssen zunächst erstmal so einen Weg haben, so eine Struktur, wie dieser Garten eigentlich aussehen soll. Das soll nicht einfach wild hier wachsen mit irgendwas, dass ich irgendwo Gemüse hinsetze und Obst, vielleicht noch einen Obstbaum, sondern das soll schon so ein bisschen Struktur haben, dass man die Fläche auch weitgehend optimal ausnutzt. Müssen wir nochmal gucken, wie das sich im Laufe der Zeit entwickelt. Was wir jetzt vorhaben ist, wir wollen jetzt so langsam Stück für Stück unsere Sachen, die wir hier unten haben, nach oben bringen. Und zwar alles. Dieser Bereich soll zukünftig ausschließlich für Vieh gedacht sein. So, zack. Die Crafting-Truhe, weiß ich nicht. Lassen wir erstmal noch hier stehen. Vielleicht brauchen wir die noch. Die können wir erstmal noch hier stehen lassen. Der Zaun bleibt selbstverständlich auch stehen. Vielleicht ändern wir den Verlauf des Zauns nochmal. Machen das Gatter noch ein bisschen größer. Hängt ja auch ein bisschen von den Tieren ab, die wir auf Dauer bekommen. Aber das wird dann auch noch funktionieren. So. Was macht denn Rob hier? Hi. Hi, Rob. Na, was geht? Na, was geht? Zack! Eine wunderschöne Brücke. Hier geht eine Brücke drüber. Aus Rheolith-Gestein. Sehr schön. Die kommt natürlich jetzt direkt hier bei der Treppe raus. Aber egal, das geht. Dies ist der Grenzfluss, Rob. Der Grenzfluss. Zwischen unseren Fürstentümern. Unseren Fürstentümern. Ein Grenzfluss zwischen unseren Fürstentümern. Ja, könnte doch gut ein Grenzfluss sein, oder? Mit einer Brücke, die beide Reiche miteinander verbindet. Ja, so ist das. Ach, ich freue mich einfach, weil das jetzt hier alles so schön aussieht. Weil auch jeder Spieler, ich habe auch von den anderen Spielern, die hier mit mir zusammenspielen, noch immer wieder gehört, tolle Welt, macht viel Spaß. Und es gibt auch noch einige Anfragen, die auch noch zusätzlich auf unseren Server möchten. Und ich habe das erstmal nach hinten verschoben. Ich habe gedacht, wir haben erstmal genug. Und vielleicht nehmen wir irgendwann nochmal Spieler dazu, aber im Moment sind wir eigentlich relativ gut bestückt. Aber man kann es nie ausschließen. Man muss immer mal wieder von Folge zu Folge, von Zeit zu Zeit gucken, wie sich das Ganze hier mit der Spielergemeinschaft weiterentwickelt. In Homeland hat es ja im Großen und Ganzen recht gut funktioniert und ich hoffe natürlich auch hier, dass es da funzt auf Dauer. So, was machen wir jetzt hier mit diesen
9? Waren das nur 9? Waren das nicht 10? Nee, das waren nur 9, ne? Wieso? Habe ich jetzt einen da vergessen oder was? Auch egal. Wir brauchen eh nicht so viel. 9 sind sowieso viel zu viel. Ich würde gerne die Kompostecke hier irgendwo so ein bisschen in der Ecke machen. Ja, quasi Kompostecke in der Ecke. Und da dann eine Hecke vorsetzen. Also das soll... Ich wollte gerade überlegen. Hier oder hier. 1, 2, 3. Fackel weg. Fackel in die Ecke. Also es soll nicht zugequetscht aussehen. Also mit den Fackeln, das machen wir noch anders. Das bleibt jetzt nicht so. Aber diese 6 hier einfach in diese Ecke. So, dass man hier einfach nur hinterlaufen muss oder davor laufen muss. Und sich dann hier seinen Kompost holt. Hier vorne könnte man so eine kleine Hecke machen. Ich hatte erst überlegt, ob ich den ganzen Zaun mit einer Hecke versehe. Aber ganz so schön finde ich das eigentlich nicht. So, das Licht fängt schon wieder an zu wirken. Ich glaube, wir müssen mal wieder ein bisschen... So. 5 Komposter. So, wenn wir das jetzt so machen, dann können wir hier noch... Moment, das geht so auch nicht. Da muss noch eine Reihe hinter frei bleiben. Ich überlege nämlich, ob ich da Zylinder-Tuyas oder Buchsbäume oder sowas am Zaun entlang pflanze. Das weiß ich im Moment noch nicht. Aber hier ungefähr könnten... Nee, momentan nicht. So. Also ich... Könnte mir halt, wie gesagt, vorstellen, ist jetzt erst auch mal nur so eine Idee, dass man hier so eine kleine Hecke setzt am Zaun entlang, wo man dann halt hier die Kompostbins dann so ein bisschen verdeckt, dass die nicht so in Erscheinung treten. Soll ja auch nicht so sein, weil Kompost soll ja auch ein bisschen weiter vom Haus weg sein, das stinkt ja dann auch ziemlich. Deswegen, das ist eigentlich so ein bisschen so ein abgeschirmter Bereich, man hätte es auch hier machen können, aber das ist dann wieder relativ nah am Haus dran. Hier könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass man einen Blumengarten macht, wo jetzt überhaupt kein Gemüse ist und das Gemüse an sich würde dann hier sein. Man könnte hier hinten rausgehen, direkt zum Komposter laufen und da was reinpacken. Oder wenn ich den Wald hier noch weiter abholze, wie wir das genau machen, weiß ich noch nicht, aber den werden wir sicherlich auf Dauer hier noch weiter abholzen. Außerhalb dieses Zauns hier. Und da könnte man dann diese Sachen sofort hier in diesen Komposter schmeißen, um auch gar nicht mehr so weit zu laufen. Jetzt möchte ich mal gerade was ausprobieren. Moment. Sorry, ich wollte das ja ganz anders machen. Diesen Komposter wollte ich eigentlich gar nicht lagern. Ich wollte mal gucken, ob man Komposter auch kompostieren kann. Ob das so geht? Nein, geht nicht. Schade. Schade eigentlich, dass man Komposter nicht kompostieren kann. Eigentlich würde ich mir das wünschen, dass das geht, denn dann könnte ich nämlich alle Möbel, die ich nicht brauche, Tische, Stühle, die ich vielleicht versehentlich aus falschem Holz gecraftet habe oder was weiß der Geier was alles, könnte ich alles in den Komposter schmeißen. Allerdings wäre das auch ein bisschen unrealistisch, wenn ich da Stühle, Schreibtische, Schränke und alles Mögliche reindonnern würde. Also bearbeitetes Holz, Holzlatten geht halt auch nicht und so ein Kompostbin besteht eben aus Holzlatten, deswegen funktioniert das halt nicht. Bei Stöckern allerdings funktioniert's. So. Was machen wir jetzt eigentlich? Genau, wir wollen jetzt erstmal was essen. Und dann würde ich gerne einfach mal zum Spaß hier 2, 3 Bäume fällen. Achso, eine Sache wollte ich zwischendurch nochmal machen, wo ich gerade das Gebäude sehe. Ich weiß nicht genau, wer das Gebäude da hinten gebaut hat. Ich glaube, das war unser David, der hier auch mit uns zusammen baut. Was ist das hier eigentlich für eine Wahnsinnsschlucht, die sich hier direkt hinter dem Zaun auftut? Huch, was machst du denn hier allein im Wald? Außerdem gammelst du hier so ein bisschen in der Gegend rum. Da ist noch ein Creeper. Hä? Zombie! Creeper! Creeper! Nein! Hallo? Warum habe ich hier nicht getroffen? Auch egal. Was haben wir hier für Gestein? Rheolith. Also diese ganze Gegend ist hier untersetzt mit Rheolith. Unterlegt mit Rheolith. Dieser Wald ist unglaublich groß übrigens. Unglaublich groß. So, wir gucken mal eben, was hier eigentlich gebaut wird. Was ist denn das? Schwarzeichenholztreppe. Wo kommen wir denn da hin? Was ist das denn hier? Also ein riesiges Bauwerk. Fabi, ich habe den Himmelseichensetzling in einen Drawer in dein Haus reingetan. Danke, das ist sehr nett von dir. Sehr nett von dir, Hanne. Hanne nicht. Sehr nett von dir. Ellaren. Oh Mann. Ellaren. Brauchst du was?
So. Ich würde jetzt hier gerne einmal runtergucken. Was ist das denn für ein riesiges Gebäude? Aber das scheint jetzt aber nicht zu sein. Das ist Erde. Da unten ist einfach nur Gestein. Also das ist erstmal nur eine Plattform, wenn ich das richtig sehe. Materialien ist reichlich da. Schwarzeichenholz, auch sonst andere Sachen. Ein paar Champignons hat er auch gesammelt. Also ich glaube, das ist unser David, der hier baut. Ich mache hier einfach mal ein Schild hin. Haben wir noch Schilder? Nee, haben wir gar nicht. Sonst hätte ich noch mal eben Holz. Wir können ja mal eben ein kleines Schild hier hinstellen. David, ist das dein Haus? So, Stöcker. Das sind ja nun hier die Grundlagen mit dem Schild. So, drei Schilder. Ach komm, machen wir mal ein bisschen mehr hier. Sechs. David, wird das dein Haus? Liebe Grüße, Fabi. So. Liebe Grüße, Fabi. Deswegen bin ich heute ein bisschen hektisch. Eigentlich kann ich sonst besser schreiben. So. Wird das dein Haus? Liebe Grüße, Fabi. Alles klar. Also, scheint wie gesagt erstmal nur das Fundament zu sein. Allerdings ein gewaltiges Ding. Oder ist da noch... Hat er das jetzt komplett... Was ist denn da drunter? Ich muss das jetzt mal einmal... Muss ich mal eben die Freiheit... Maxi, willst du jetzt auch ein? Achso, Himmelseichensetzling. Ja, cool. Ein Himmelseichensetzling reicht ja aus, um eine ganze Himmelseiche zu pflanzen. Ich glaube, da ist nichts hinter. Nee, da ist einfach nur Erde hinter. Ich mach's gleich wieder heile, David. Ich will nur einmal gucken. Also das ist komplett hier... Es ist hier einfach auf diesen Berg draufgesetzt worden, das Holz. Wahrscheinlich, um hier ein vernünftiges Fundament zu haben. Also hat jetzt keine tiefere Bedeutung, glaube ich. Da wird vermutlich irgendwann einfach ein Haus drauf entstehen. So, wir laufen mal wieder zurück durch den dichten Wald, wenn wir denn den Weg finden. Wir laufen jetzt ein bisschen anders. Mal gucken, wo wir hier langkommen. Ich glaube, wir laufen jetzt wieder auf die Schlucht zu. Ja, genau, da ist sie. Da wollen wir aber nicht reinlaufen. Oh, es gibt hier, glaube ich, noch so viel zu entdecken. Ich brauche noch so viele Dinge, aber irgendwie habe ich hier schon seit längerem... nur sehr wenig Tiere gesehen. Keine Ahnung, ich glaube, ich muss mal ein bisschen... irgendwie mir mal die Zeit nehmen, ein bisschen weiter rauslaufen. Um diese Gegend vielleicht doch mal etwas näher zu erforschen. So, jetzt gehen wir einmal rein. Können wir schon wieder Weizen aberden. Ich glaube, das brauchen wir. Ja, wir müssen unbedingt Weizen aberden. Also der Hunger ist doch allgegenwärtig, aber nicht mehr gefährlich. Wir sind nicht mehr akut gefährdet. So. Verhungern können wir halt nicht mehr. Es ist alles schon deutlich entspannter, als das früher war. So, jetzt machen wir uns erstmal eben schnell ein paar Brote. Wie gesagt, die Nahrungsmittelzubereitung ist noch relativ einfach. So, wie viele Brote haben wir denn jetzt? 8 plus 3. So, alles rein hier. Zack, zack, zack. Wo hat Ellarin denn mein Himmelseichensetzling jetzt hingetan? Wo ist der wohl? Himmelseichensetzling. Bestimmt hier, wo die Pflanzen sind. Der strahlt ja auch so ein bisschen. Den müsste man ja eigentlich sehen. Siehst du ihn? Oh. Erstmal essen. Erstmal essen. In der Zwischenzeit weiter gucken. Wo ist jetzt dieser Himmelseichensetzling? Sehe ich den irgendwo? Siehst du ihn? Ich sehe den irgendwie gar nicht. Wo hat sie den denn hingetan? Bin ich jetzt blind? Siehst du den? Ich sehe den nicht. Also hier ist er nicht. Oder hat sie den jetzt in eine Truhe gepackt? Ich habe es falsch verstanden. Da ist er auch nicht drin. Wo ist der denn? Ellarin, wo hast du den hingepackt? Hallo? Also wahrscheinlich bin ich jetzt blind. Ich sehe ihn einfach nicht. Also vielleicht bin ich jetzt echt total blind. Ich sehe ihn wirklich nicht. Hallo, wo ist er denn? Ist Ellarin noch online? Nee, die ist nicht mehr da. Sonst hätte ich jetzt einmal nachgefragt. Einmal nachgehakt. Hier oben ist er ja nicht drin. Ne? Himmelseichen, Schwarzeichen, grüne Blätter, Eichensetzling. Da ist er nicht drin.
Und er ist definitiv hier auch nicht unter den Pflanzen. Oder er ist so unscheinbar. Aber eigentlich schimmert der so. Eigentlich müsste man ihn sofort sehen. Aber ich sehe ihn nicht. Das gibt's doch jetzt gar nicht. Hier bei dem Gemüse ist er doch jetzt auch nicht. Nirgends. Da ist er nicht bei. Und hier ist er ja auch nicht. Hat sie nicht eben geschrieben, dass sie den... Haben wir das noch in der Historie? Ich habe das Himmelseichensetzling in einen Drawer in deinem Haus reingetan. Oder ist er in der Küche? Okay, wir haben ja noch die Küche. Dann hat sie das in die Küche... Ah, da ist er. Ha. Oh, cool. Ja, alles klar. Dankeschön, Ellaren. Dankeschön. Sehr nett von dir. Dafür suchen wir jetzt einen schönen Platz. Wo packen wir den denn mal hin? In die Setzling-Ecke. Wo haben wir denn schon Setzlinge stehen? Hier sind schon Setzlinge. So, packen wir das Gras hier mal raus. Himmelseichensetzling rein. Und dieses Gras. Ehlgras. Ich weiß gar nicht, was ich mit diesem Ehlgras eigentlich machen soll. Das sammelt man irgendwie immer. Aber so richtig weiß ich auch nicht, was man damit überhaupt macht. Aber erstmal ist es halt im Zweifelsfall immer gut, einfach mal zu sammeln. So, jetzt müssen wir ein bisschen Eisen mitnehmen. Wie sieht es eigentlich mit der Axt aus? Die gibt auch fast ihren Geist auf. Also, zweimal Eisen für eine Schere. Oder am besten viermal plus... dreimal für eine Axt. So, dann nehmen wir einfach mal ein bisschen ein paar Stöcker mit. Zählen wir jetzt gar nicht so genau. 11 Stück. Was mache ich denn? Hallo? So, zack. Hä? Was ist los? Wo ist das Problem? So. Vorführeffekt. Eine Axt. Und... zwei Scheren. Also für die Hecken. Deswegen nehmen wir die. So, einmal wieder Tag machen. Es wird nämlich schon wieder dunkel. Zack. Und wir gehen ein bisschen in den Wald. Und glaub mir, irgendwann werden wir doch einfach mal stumpf nachts. Ach, ich sehe gerade, hier ist noch eine Druckplatte. Die aus Zimmermann, eine... nicht verkleidete Druckplatte. Das müssen wir auch irgendwann nochmal ändern. Aber ich finde das irgendwie mit dieser Tür hier ganz gut gelöst, dass sie so in der Ecke ist. Finde ich irgendwie ganz nett. Okay, weiter im Text. Haben wir eigentlich unsere super Sense dabei? Da unsere Eisensense, die Baumkronen wie nichts wegdonnert. Soll ich dir das mal zeigen? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe. Zack! Das ist absolut praktisch. Sehr gut ist das. So, die Axt war jetzt schon... ist schon im Nirvana verschwunden und die nächste. Ja, bitte kein Wachs rein. Worum geht's denn hier? Da war Wachs drin. Süße, schaust du mal, Presser. Da war alles verstopft. Oh, ich habe Zeit wohl falsch gemacht. Ja, bitte kein Wachs rein. Wachs in den Presser? Einfach mal fragen. Was passiert, wenn man Wachs in den Presser tut? In einen Presser. Presser. Tut. Es hört sich an, als wenn das irgendwie nicht so gut wäre. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich selber habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe das in meiner Single-Welt mit Honig jetzt kürzlich gerade versucht. Wie gesagt, parallel die Single-Welt, die ich noch bespiele. So, und wieder ein Baum weg. Wieder ist der Wald ein bisschen mehr gelichtet. Also, finde ich auch ganz nett, wenn wir noch ein paar Bäume hier weiter wegnehmen. Dann geht der nicht mehr. Wachs kann man nicht pressen. Wie, ist er dann kaputt? Wie, ist der dann kaputt? Kann er einfach so kaputt gehen? So, was machen wir hier Terraforming-technisch? Die Erde nehmen wir auch nochmal mit. Also, unser Grundstück endet zwar hier an diesem Zaun. Das Grundstück, das direkt zum Haus gehört. Das heißt aber nicht, dass wir hier hinten nicht noch weiterbauen können. Mit irgendwas anderem. Viehzucht oder was weiß ich. Andere Gebäude, wir brauchen wahrscheinlich auf Dauer noch so viel. Weiß ja auch nicht, was wir alles noch schaffen wollen. So, Baumkronen erstmal wieder weg. Und ein bisschen weiter Holz. Ich meine, was wir jetzt auch gut hätten machen können ist, wir hätten auch Bambus eben noch mitnehmen können. Oder Bambus schon mal anpflanzen können. Vielleicht machen wir das auch parallel gleich nochmal. Wir haben ja schon vier Bambussorten in unseren Truhen drin. Was war das jetzt? Ausnehmen, heute, dann läuft der Honig oder die Sojabohne nach. Ah, alles klar. Dann ist ja nicht so schlimm. Dann ist es ja nicht so schlimm. Genau.
So, auch hier müssen wir wieder die Baumkrone wegätzen, hätte ich jetzt fast gesagt. Also so habe ich das hier schon einige Stunden gemacht. Ne? Also einige Stunden habe ich hier ohne Aufnahme im Wald gestanden, etliche Äxte verbraten. Also jede Menge Eisen, wobei Eisen gibt es ja wirklich genug. Also ich habe hier jede Menge Äxte verbraten, um Herr dieses Waldes zu werden, um das stark zu dezimieren. Wenn man überlegt, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber wir hatten ja den Wald. Der Wald ging ja ursprünglich bis von hier aus gesehen weit vor das Haus. Es war ja hier alles Wald. Alles, was jetzt frei ist, war komplett mit Bäumen zu. Und da kann man so ein bisschen erahnen, auch diese ebene Fläche, die wir da jetzt oben haben, teilweise hier auch schon eingeebnet, was da an Terraforming zugehört. Und das alles eben unter anderem für diesen Zaun, für die Schubfächer und nicht zuletzt für viel, viel Dünger, also Komposterde, die wir dann als Dünger verwendet haben. Und jetzt in Zukunft dann auch für Garden Soil. Kranker Frosch hat das Spiel verlassen. Hat er noch gerade Schuss gesagt? Nee, ist einfach... Kranker Frosch ist schon wieder weg. Schade, schade, schade. Aber das Haus werden wir uns auch nochmal angucken. Vielleicht werden wir auch nochmal so eine Folge gemeinsam machen, wo wir uns dann mit Skype, über Skype miteinander verbinden und ein bisschen hier rumlaufen. Mal gucken, aber so... So, weg damit. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? Wie viel Holz haben wir denn gesammelt? Zack, zack, okay, 1,5 Stacks. Das ist eigentlich noch nicht allzu viel, muss man ganz ehrlich sagen. So viel ist das noch gar nicht. Wir müssen da auf jeden Fall noch fleißig weiter sammeln. So, diesen Baum nehmen wir noch mit. Und dann gucken wir erstmal nach, wie viel Holz wir dann im Anschluss haben. Ich würde eigentlich gerne im Idealfall alle Kompostbins, also wir haben jetzt nur noch 6 im Einsatz, 10 finde ich irgendwie dann doch ein bisschen übertrieben. Wenn man alle 6 mit Stöckern vollpackt, da kommt schon wirklich viel Komposterde zusammen und man muss auch erstmal so viele Stöcke haben, um wirklich alle Kompostbins komplett zu füllen. Das ist eine ganze Menge, was man da dann auch benötigt. Da reichen so 2, 3 komplette Stacks von diesem Schwarzeichenholz auch gar nicht aus. So, ich lese gerade mit Rucksack auf dem Rücken. Da wurde ich auch letztens gefragt, Fabi, packst du dir Rucksäcke auch auf deinen Rücken? Mache ich nicht so gerne, weil ich diesen Rucksack dann irgendwann vielleicht vergesse, dass ich ihn überhaupt aufhabe. Und wenn ich den im Inventar habe, wenn ich denn dann einen hätte, ich habe ja noch keinen, wenn ich dann einen Rucksack hätte, den würde ich dann im Inventar mit mir rumtragen. So, jetzt ist es irgendwie saudunkel geworden gerade, weil es regnet. Das macht das Ganze irgendwie noch so ein bisschen geheimnisvoller, ne? Weiß ja nicht, ob wir jetzt im Dunkeln... Ich habe jetzt auch keine Fackeln dabei. Wollen wir uns vielleicht erstmal ein paar Fackeln machen? Vielleicht können wir ja schon mit der Komposterde beginnen. Also jetzt bei dem Regen hier weiterzuarbeiten ist sowieso nicht so nice. Da können wir besser... Ich weiß nicht, ob wir hier auch noch eine Crafting-Truhe vielleicht benötigen. Vielleicht ist hier sogar eine Crafting-Truhe auch nicht ganz verkehrt. Aber was ich eigentlich wollte, ich wollte ja ganz was anderes machen. Diese Scheren habe ich ja aus einem anderen Grund mitgenommen. Ich wollte ja Hecken... Moment, anders. Ich wollte ja Hecken machen, dafür brauche ich ja Laub. Und diese Schwarzeichen haben jede Menge Laub. So, also, erstmal das Ganze... ganzen Sachen, soweit noch Platz vorhanden ist. Ach, wir haben überhaupt keinen Platz hier. Wir müssen erstmal Sachen ausleeren. Ich bin jetzt ganz drüber hinweggekommen, dass ich Laub sammeln wollte. Ah, das machen wir gleich. Das machen wir gleich ganz in Ruhe. So, an unsere Truhe. Moment, Eisen, Eisen, Eisen. Da ist auch noch Eisen drin. Das können wir einfach da drauf packen. Das Eisen nehmen wir raus. Und jetzt geht das Einsortieren los. Zack, zack. Marmor. Das Holz brauchen wir. Ach komm, die Komposter packen wir auch erstmal weg. Kohle. Moment, Kohle brauchen wir. Dann machen wir es mal eben... Huch! Boah, hab ich mich erschrocken. Hi, hab ich mich erschrocken. Hab ich mich erschrocken. So. Fackeln. Ich weiß gar nicht, regnet das jetzt bei den anderen auch oder regnet es so bei mir? Regnet das bei dir auch oder nur bei mir? Kann ja sein, dass das auch noch unterschiedlich ist. Aber müsste jetzt eigentlich komplett regnen, weil ich frage das, okay, bei ihm auch, also ich frage das, weil ich teilweise
schon festgestellt habe, wenn es zum Beispiel um Wolken geht, man spielt auf einem gemeinsamen Server und es geht um Wolken, dass bei dem gleichen Texturenpaket die Wolken bei einem anders sind als bei einem anderen. Und deswegen habe ich das gerade mit dem Regen gefragt, aber das scheint es gleich zu sein. So, also Fackeln haben wir erstmal wieder. Jetzt sortieren wir weiter ein. Ist alles schon wieder weg hier. Äpfel einsortieren, dann sortieren wir Eisen ein. Wir sortieren das Holz natürlich nicht. Rheolith sortieren wir ein, Kohle sortieren wir ein. Hellgrün Stein ist, glaube ich, auch schon vorsortiert. Kies, Erde brauchen wir vielleicht. Kreide packen wir weg. So, den Rest. Okay, Eichenholz auch. Das kann auch weg. Ah, guck, hier sind die... Das funktioniert, richtig cool. Richtig cool funktioniert das. Ich könnte mich immer wieder dran erfreuen. Jedes Mal, ich kann hier 100 Mal reingehen. Ich erfreue mich immer wieder an diesem automatischen Schubfachsystem. Ja, weil es einfach, wie gesagt, jede Menge Arbeit spart. So, wo wir jetzt gerade hier drin sind, können wir auch eben mal das ganze Holz hier zerschroten und da mal ein paar Stöcker von machen. Und ich tue uns jetzt mal eben einen Gefallen. Ich mache den Regen mal aus. Ich schalte den Regen einmal aus, weil das einfach fürs Spielen besser ist. So. Zack. Und der Regen ist weg. So, noch mehr Stöcker. Stöcker. Weg. Und Stöcker. Zack. Ja, das sollte reichen, oder? Komm, wir machen mal eben die Komposter damit voll. Voll machen das Ding. Da. Komm, wenn wir einen jetzt total brechen, vollknallen. Ich glaube, da kommen mehr als 64 Komposteinheiten darum. Der kann auch nur 64 hier speichern. Deswegen brauche ich das Ding gar nicht voll zu machen. Weil das dann irgendwann aufhört, weil die 64 voll sind. Deswegen eigentlich nur drei. Drei reichen im Grunde genommen. Oder vielleicht kann man auch 4 bis 5 reinmachen. Aber mehr sollte man nicht da reinpacken. So, alles weg. Welcher ist denn jetzt noch brechend voll? Der? Da nehmen wir auch nochmal 2 raus. Dass wir hier... Ja, egal. Machen wir es so. Den können wir auch noch eben... Sorry, da müssen wir ja drauf gehen. Nicht verwechseln. So. Da noch ein bisschen Stöcker. Das Holz behalten wir einfach mal. Und dann können wir das hier auch noch reindonnern. Und... Was ist das hier eigentlich? Diamanterz. Es wird schon wieder Nacht. Und dann geht es los. Und wir... Oh, da ist das Morgen. Nee, das wird Nacht. Wollte ich doch gerade sagen. Optionen. Inventar. Rezeptmodus. Mehrzweckmodus. Setze Zeit auf Morgen. Inventar. Und wieder zurück in den Rezeptmodus. Alles klar. Inzwischen bin ich da ziemlich geübt mit diesem Handgriff. Und jetzt... Ich bin eben wirklich total drüber hinweggekommen. Ich wollte doch Laub. Mensch, ich wollte doch Laub. Der Einheitlichkeit halber würde ich jetzt auch einfach mal Schwarzeichenlaub nehmen. Boah, ist hier viel Holz dran. Mein Gott, ey. Was sind das für Wahnsinnsbäume hier? So, gehen wir erstmal ein bisschen höher hier rein. Mit der Sense arbeiten wir jetzt nicht, sondern nur mit den Scheren. Obwohl ich ja mit der Sense, mit dieser Eisensense gerade liebend gern arbeite, muss ich ja ehrlich sagen. Ich habe früher immer mit Steinsensen gearbeitet, die... Machen da, die sind dann optisch ähnlich wie Scheren. Sieht dann auch so aus, nur dass eben die Sachen nicht erhalten bleiben. Ne? Die fallen einfach runter und sind weg. Und mit dieser Schere bleibt es halt alles erhalten. So, und da wird jetzt jede Menge gleich. Ist jetzt jede Menge schon runtergefallen. Wir machen das Holz hier auch noch weg. Und. Ich muss mal gucken. Also allzu viel von diesem Heckenzeug wollte ich dann auch gar nicht haben. Ich finde es jetzt irgendwie zu einfach, diesen ganzen Zaun mit einer Hecke zu umgeben. Das finde ich irgendwie nicht so schön. Das habe ich bei so vielen Häusern schon in der Vergangenheit gemacht, die dann von einem Grundstück umgeben sind, dass ich das einfach irgendwie netter finde, wenn man hier vielleicht mit irgendwelchen Edelgehölzen arbeitet. So ein bisschen edlere Baumbestände vielleicht an diesen auch ziemlich edlen Zaun setzt. Finde ich. Muss man mal gucken. So. Wie viel haben wir denn hier eigentlich jetzt? Das ist, glaube ich, nicht ganz wenig, was wir haben. Wollen wir noch ein bisschen Blumen mitnehmen? Ein paar Blumen können wir noch mitnehmen, oder? Zack. Eine Blume, noch eine Blume. Das geht übrigens auch ohne Schere. Dafür muss ich die nicht abnutzen. So, ein paar Waldblumen lassen wir hier stehen, ja? Noch ist der Wald da. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt ganz... Wie sieht es eigentlich mit der Brücke aus? Ist die fertig? Ist Rob noch da? Gratissimus ist noch da, ja? Mal gerade gucken.
Wie sieht die Brücke denn aus? Super Brücke, Rob. Rob. Sieht toll aus. Nee, sieht sie wirklich. Ist wirklich eine schöne Brücke. Wollen wir mal eben rübergehen? Nice. Sehr cool. Also eigentlich die gleiche, die es da hinten jetzt auch schon gibt. Was sollen wir den Weg machen? Also wie soll der Weg beschaffen sein? Überlege ich mir noch. Mach erstmal bei dir. Ich weiß noch nicht, wie das hier aussehen soll. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Vielleicht Beton? Man könnte diesen Weg vielleicht aus Beton machen. Das wäre vielleicht gar nicht so nice. Gar nicht so schlecht. Entschuldigung. Gar nicht so schlecht. Beton. Oder, was könnte man noch nehmen? Einfach Steinplatten. Sehen auch schön aus. Steinplatten. Was habe ich denn sonst immer genommen? Ich habe auch schon Erde, geschieselte Erde genommen. Also das habe ich auch alles schon verwendet und funktioniert halt, sieht halt eben auch nett aus. Ich glaube, hier muss auch noch Terraforming gemacht werden. Also das sieht mir so aus. Ich glaube, hier muss auch noch Terraforming gemacht werden. Oder? Habt ihr mal eine Mail geschickt? Okay, ich guck sie mir dann auf jeden Fall an. Ich guck sie mir an. Später an. Was war jetzt noch? Auf jeden Fall, ja genau. Also Terraforming muss hier noch gemacht werden. Ich hatte ja schon so ein bisschen Erde gesucht. Weil ich eigentlich gar nicht mehr so viel Erde hier direkt in meinem Umfeld abbauen kann. Geht um Crash? Server Crash? Was meinst du? Ich werde es später mal lesen. Wieso ist hier ein Block weg? War der immer schon weg? Wieso fehlt hier ein Block? Hat jemand hier rausgenommen? War das ein Enderman oder was war das? Irgendjemand hat hier einen Block rausgeklaut. Das können wir übrigens auch mal eben zumachen. Was ist das denn hier für eine Kuhle eigentlich? Das ist ja auch nicht so schön. So, die machen wir auch mal eben zu. Diese Kuhle. Zack, zack, zack. Und zu damit. Also, wir sind hier... Die Aktion Terraforming ist hier auf diesem Gebiet noch lange nicht abgeschlossen. Wir müssen hier noch einiges tun. Wir müssen noch einiges machen und... aber ich glaube, wir sind auch heute wieder ziemlich weit gekommen. Wir haben jetzt... Moment, Schwarzeichenlaub. Jetzt möchte ich nochmal eben diese Hecke setzen. Das machen wir nochmal eben. Treppen müssen hier auf Dauer noch runter. Hier würde dann der Weg runterlaufen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall würde ich das jetzt hier gerne an dieser Stelle zumindest... Mit einer Hecke. So, wir springen jetzt mal eben in den Kompost rein. So irgendwie. So, wir haben ja genug. Weiß nicht, sieht das aus? So, dann noch hier. Sieht irgendwie gar nicht so schlecht aus, finde ich. So, es war hier nämlich so ein bisschen versteckt. So ein bisschen versteckt. Vielleicht macht man das dann auch noch hier weiter, so. Wieso auch nicht? Ich glaube, so lassen wir das. So sieht das ganz gut aus. Die Kompostecke. Okay, ein winziger Bestandteil unserer großen Anlage ist auf jeden Fall schon fertig. Ich freue mich. Ich freue mich auch, dass du zugeschaut hast. Bedanke mich ganz herzlich bei dir für dein Interesse. Wenn du noch Ideen hast, was wir hier bauen können gemeinsam, ich richte es auch gerne den anderen Spielern aus oder die anderen Spieler lesen das ja teilweise auch, was hier auch von anderen geschrieben wird.
die jetzt hier nicht auf dem Server sind. Wenn du noch irgendwelche Anregungen hast, wenn vielleicht irgendwas nicht so toll ist, also alles, egal was es ist, schreib es gerne in die Kommentare rein. Ich bin immer für Anregungen, um Feedback dankbar, was hier kommt. Und dann würde ich sagen, vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Schönen Dank nochmal fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.